Ja, eine neue Folge Radar. Wir haben heute hier Professor Dr. Thomas Krüger von der HCU in Hamburg. Sie beschäftigen sich mit Stadtplanung, Projektentwicklung und Projektmanagement in dem ganzen Bereich. Und wir wollen heute weiter darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, aktuelle Musik in der Stadt überhaupt haben zu können. Mhm. Was das eigentlich heißt für, wo sind die Clubs, wo leben die Menschen, wo kann was stattfinden, was passiert so. Und ich habe mal ein paar Schlagworte rausgesucht, die in Hamburg gerade steil gehen, sage ich mal. So das Branntweinmonopol, die Schilleroper, die Sternbrücke, Schanzenbrücke, Holstenareal, Paulihaus. Hier die Hafen City mit dem Sprung über die Elbe rüber, der kleine Grasbrook, was dort passieren soll. Kürzlich ein ganz witziges Bild gesehen, da wurde hier schon die Fahrradbrücke eingezeichnet und die Stublitz noch, war noch dahinter. Das heißt, wir könnten nie wieder rausfahren. Genau, und auch die Leerstände in der Mönckebergstraße, Galeria Kaufhof und Karstadt. Ist einiges los zurzeit? Ja. Wie beobachten Sie das so? Naja, wir haben ein ganz großes Problem in der Hamburger Innenstadt, in der klassischen Innenstadt mit Mönckebergstraße, Spitaler Straße, mit den großen Boxen, die wir in der Form wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr brauchen. Und gleichzeitig ist die Innenstadt in Hamburg ganz, ganz stark eigentlich nur Büro. Büro und Einzelhandel. Ja. Und beide sind in einer schweren Krise. Nein, nicht in der Krise. Die sind in einem starken Veränderungsprozess. Und wir müssen uns für die Hamburger Innenstadt, die ist besonders stark betroffen unter den bundesdeutschen Städten, weil sie besonders modern war, besonders erfolgreich. Das Moderne ist aber jetzt schon nicht mehr modern. Ne? Ja, alles voller Filialisten, alles große Boxen, ja. Ganz toll, gute Immobilienanlagen, hohe Mieten. Das ist nicht in der Krise, das ist, ich würde nicht sagen am Ende, aber wird sich deutlich verändern müssen. Der Innenstadt-Einzelhandel, der ja sozusagen das Tagespublikum geprägt hat und danach war nichts mehr, gar nichts mehr. Sie können ja nicht mal in der Hamburger Innenstadt irgendwo nett essen gehen. Ja. Es gibt vielleicht einen, der kann, aber nicht im zentralen Bereich. Auch nicht in einem Kaffeehaus sitzen. Das gibt es auch nicht mehr. Ja. Und es gibt keine Clubs. Es gibt keine. Aber die gab es da noch nie. Also so oh, quasi. Doch, doch. Es gab mal welche. Also nicht ganz so in dem Stil, die Sie wahrscheinlich bevorzugen würden, aber es gab traditionelle Clubs. Ja, es gab ein Kino, das jeden Abend um 23 Uhr Diva gespielt hat. Jeden Abend. Und die Bude war voll. Das okay. gab es auch. Also, aber es gab traditionelle Weinhäuser, wunderbar, wo man noch in irgendwelchen Kellerkatakomben sitzt und Wein schlürfen kann vom Feinsten. Also es gab doch gediegene, schöne Orte, Nischen. Und die sind natürlich alle verschwunden, weil sich die Filialisten im Einzelhandel durchgesetzt haben und die starken Büromieter. Und wir haben eine Monostruktur von beiden Nutzungen. Und das wird in der Zukunft nicht mehr tragen. Wir brauchen wirklich Innovation, wir brauchen was Neues, wir brauchen Kultur, wir brauchen Begegnung, wir brauchen Leben am Tag und nicht nur Konsum ja. in der Innenstadt. Und auch, wie kann ich mir das in der Nacht vorstellen? Ich meine, wir reden sehr stark oftmals, also wir sind das ja gewohnt, dass Konzerte finden in der Nacht statt, Clubkultur findet in der Nacht statt. Auch dort ist ein anderer Modus unterwegs, wie bei den 9-to-5-Workern, die dann abends schon schlafen gehen wollen oder sowas, um wieder am nächsten Tag fit zu sein? Na, ganz so ist es ja auch nicht. Da gibt es ja auch noch andere, auch gerade in der Büroszene. Nein, aber es ist natürlich kein Angebot da. Die starken Nutzungen haben die Schwachen verdrängt. Und gleichzeitig wäre die Innenstadt natürlich eigentlich ein ganz cooler Ort, wo Dinge passieren können, die woanders gar nicht erlaubt sind. Ja. Weil die Innenstadt ist eigentlich ein Ort, wo viel los sein soll. Und wo übrigens auch wenig gewohnt werden darf. Richtig rechtlich nicht. Also gerade Mönckebergstraße, Spitaler Straße, das sind sogenannte Kerngebiete, wo sie höchstens eine Hausmeisterwohnung haben dürfen. Also sie können eigentlich keinen stören. Die Probleme, die gerade Musikclubs und andere Nutzungen haben, die in der Nähe von Wohnen sind, wo dann die Bewohner sagen, nee, also jetzt ist mal gut, ja. so möglichst ab 22 Uhr, wo es bei ihnen eigentlich erst losgeht. Diese Probleme haben wir in der Innenstadt nicht. Ja. Die Innenstadt wäre eigentlich der ideale Ort für ein vitales kulturelles Leben und zwar 24/7, also eigentlich rund um die Uhr. Und genau das findet da gar nicht mehr statt. Und das könnte ein wichtiges Element sein, die Innenstadt sozusagen als Ort auch, sag mal, nicht unbedingt von Thalia-Theater, nichts gegen Thalia-Theater und andere etablierte Einrichtungen, aber die als Orte für Kultur, auch für innovative Kultur, für lebendige Kultur, für Straßenkultur wieder zu nutzen. Nicht wieder, so war sie ja mal. Die Städte sind entstanden als Marktplätze, ja, wo genau. Dinge passierten, die sonst nirgendwo passierten. Da waren die Gaukler, die Marktschreier, Shakespeares Theater ist ein Straßentheater gewesen. Und das ist alles jetzt geordnet und gefiltert und aufsortiert. Und ich denke, die Innenstadt wäre ein idealer Ort,
zumal sie es jetzt braucht. Sie braucht Innovationen, sie braucht Erlebnisse, sie braucht was Neues. Ein idealer Ort auch für Kultur im weitesten Sinne oder auch Kulturwirtschaft, für Kreative, die Dinge machen können, die dort niemanden stören. Leider ist ja, das heißt leider, ist toll für die Viertel, für Pauli und andere, dass da sich die Szene konzentriert, nur da gibt es natürlich jede Menge Konflikte. Ja, und die stehen, ich wollte gerade sagen, die stehen total unter Beschuss. Also man sieht ja auch, also in, wo der Neubau noch ranrückt, nachverdichtet wird, irgendwie luxussaniert wird. Und der alte Club, der hier seit 30 Jahren vielleicht da ist, so gerade geht es noch, nachsaniert, rangerückt auf 5 Meter. Dann ziehen Leute ein mit anderen Vorstellungen vom Leben und von, mit anderen Geldbeuteln. Und dann wird es ziemlich eng so, auch in St. Pauli. Und Hamburg ist ja sowieso sehr konzentriert drauf. Man hat Pauli Schanze, ein bisschen Altona. Und der Rest ist eigentlich Wohnen, Büro, Arbeiten, Leben, Familie, Konsum so, oder? Ja, aber das ist in anderen Städten ja nicht anders. Ja. Also da gibt es bestimmte Viertel, wo sich eine bestimmte Szene konzentriert. Das ist ja auch okay, das ist gut. Das gibt Reibung und es gibt immer wieder Konflikte. Das ist natürlich schwer für eine Stadt, damit umzugehen, weil die Möglichkeiten, das zu organisieren, so dass das nebeneinander gut funktioniert, sind relativ gering. Es ist Reibung da, es ist Konflikt und den kann man nicht endgültig lösen. Man könnte natürlich was versuchen, sozusagen mehr Experimente, mehr befristete Nutzung zuzulassen, die, sagen wir mal, die Grenzen überschreiten und was Neues machen. Nur das sieht im Moment das Planungs- und Baurecht nicht vor. Es gibt keine Experimente. Es wird von vornherein verhindert, dass es zu Konflikten kommt. Das ist die Rechtsposition. Vermeidung von Konflikten. Und im Endeffekt deshalb haben diese Nutzung so große Probleme, weil klar, wenn man Musik macht, dann macht man Musik und das ist mit Geräusch verbunden. Und es ist nicht nur die Musik, die das Geräusch macht, ja, sondern Menschen, die in Bewegung sind. Also das ich denke, oftmals ist das der viel größere Punkt dabei. Also Leute, wenn 200-300 Leute irgendwo hingehen und die gehen dann später wieder zu einer Uhrzeit, dann bringen das alle mit rum. Ja, und die gehen auch öfter mal rauchen und sowas und all diese Dinge und die unterhalten sich draußen weiter. Das ist so und das gehört zur Stadt. Das ist elementar wichtig für die Stadt, gerade für eine große Stadt, die auch ein wirtschafts- und kreativer Schwerpunkt ist. Das braucht neue Impulse, das braucht auch die Provokation, das braucht die Neuerung, das braucht internationales Publikum. Das ist alles sehr, sehr wichtig für die Stadt. Und das macht sie ein Stück weit aus. Weltoffenheit kann ja nicht heißen, wir handeln nur weltweit, sondern wir sind offen für die Welt und lassen sie auch geben ihr in der Stadt Plätze. Nur, da gibt es bestimmte Grenzen, da muss man dran arbeiten. Vielleicht auch mehr informell, dass sie aufgeweicht werden, dass man Kompromisse findet. Aber ich denke, die Innenstadt, wie gesagt, ich will das hier nicht verkaufen, aber die Innenstadt wäre eigentlich ein Ort, darüber könnte man mal nachdenken, ob man da nicht mehrere Initiativen, dass man eine Infrastruktur schafft, dass eine Szene sich entwickeln kann. Im Moment ist es natürlich wirklich nicht so sonderlich spannend. Nee, nicht. Und das ist auch, also momentan hat man auch das Gefühl, entweder gibt es Stillstand oder eben diesen Verdrängungsprozess, der schon lange, es gab ja diese Initiative, wem gehört die Stadt? Die war 2010 oder so, war es auch damals aus dem alten, oder wo das Gängeviertel frisch am Start war, so, wo einiges ging, Leute mit beteiligt waren. Und es ist ja auch, es ist nicht nur in Hamburg so, in Berlin wird auch verdichtet und auch dort müssen alte kollektiv-subkulturelle Einrichtungen werden weggedrückt, verdrängt. Und es ist so, man hat noch diese Art von durchfinanzierter Hochkultur, sage ich mal, ein bisschen so blasphemisch fast. Ich meine, Theater, Schauspielhäuser, da ist Geld da, da wird supportet, da werden auch Häuser hingestellt dazu. In Stuttgart wird gerade die Interimsoper irgendwie aufgestellt und die andere Oper für 40 Millionen Euro saniert, da ist Kohle da. Aber wenn du ein freier Kulturort bist, wie wir einer sind, wie Hafenklang einer ist und viele andere auch, da musst du halt echt selber gucken, wo du bleibst. Und am Endeffekt, unser bisheriges Modell war, das haben wir in der Sendung auch schon öfters erwähnt, man hat am Wochenende Partys, an denen macht man einen Thekenumsatz und der funktioniert, da bleibt ein bisschen Geld über und davon kann man Kulturprogramm machen. Und genau, die Party am Wochenende stört die Anwohner. Und die geht auch jetzt wegen Corona gar nicht mehr, dazu noch. Das kommt noch dazu. Also das Geschäftsmodell ist obsolet geworden und dazu ist noch die Nachverdichtung und der Druck, der einfach da ist, dass man einfach wirtschaftlich funktioniert. So. Und auch, ja. Ich bin da ganz bei, also das ist eine elementare, wichtige Funktion und ich will das nicht instrumentalisieren, das gehört zur Stadt. Wir müssen dafür Orte finden und entwickeln. Wie gesagt, es gibt Orte, die dafür eigentlich prädestiniert sind, wie die Innenstadt. Man könnte auch sagen Gewerbegebiete, aber das ist ein bisschen andere Atmosphäre. Oder Schiffe wie hier, das ist ja fantastisch. Allein die Geräusche, die hier die ganze Zeit stattfinden, ich hoffe, Sie können das nicht so hören, aber es ist immer Bewegung drin. Also auf dem Schiff ist immer irgendwo Geräusch und das knarzt und bewegt sich und dann schraubt einer.
Super. Ja. Das ist, da braucht man eigentlich gar keine Musik. Also das, das sind ja Orte, die sind super stark. Aber klar, die Leute müssen kommen und gehen. Und vielleicht auch mal ein paar mehr als nur 5 oder 10, wie jetzt gerade auf dem Schiff. Ja. Und das gibt Ärger, klar. Also damit müssen wir umgehen. Wir müssen das organisieren. Da muss man sich drum kümmern. Da müssen auch die, okay, diejenigen, die das machen wollen, müssen ein bisschen mehr tun als nur ihr Ding. Sie müssen sich auch ein bisschen organisieren und für ihre Interessen eintreten. Und ja, das geschieht ja auch ganz gut in Hamburg, aber das kann vielleicht auch noch stärker werden. Und ich glaube, das gehört eben mit zur Stadt. Also die Herausforderung, die Provokation, das Neue gehört zur Stadt. Das ist elementarer Bestandteil der Stadt. Kann man sich dann vorstellen, so, dann ist, also wenn ich mir die Mönckebergstraße oder Jungfernstieg vorstelle, dann ist Versace und Gucci neben irgendeinem abgeranzten Club, wo Live-Musik läuft und nachts die Leute rein und rausgehen? Oder? Naja, Versace und Gucci sind jetzt immer am Neuen Wall. Das ist nochmal eine andere Ecke. Stimmt, Neuer Wall ist noch eine kleine Ecke also weiter. Da ist dann eher C&A, Pick und Kloppenburg, Karstadt und all diese ganz coolen Veranstaltung. Ja, aber warum denn nicht? Dann, da ist dann ein Element drin, was ganz anders ist. Ja. Und auch Karstadt wird sich verändern müssen. Auch die großen Boxen werden verkleinert werden. Es wird viel mehr Vielfalt. Wir brauchen mehr Vielfalt. Und warum denn nicht auch gerade, und nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Das finde ich noch viel wichtiger. Dass das normale Publikum, das in der Mönckebergstraße unterwegs ist oder das ins Büro geht und aus dem Büro kommt, auch mal was anderes kennenlernt als das, was es abends im Fernsehen gibt. Das wäre doch mal was. Das wäre was, ja. Gibt's beim Einkaufen. Sie sind ja bestimmt gut vernetzt, haben Sie das Gefühl. Da gibt es gerade einen politischen Willen, Akteure innerhalb der Stadtpolitik, sei es hier oder in anderen Städten, die wirklich auch sagen, ja, wir müssen da was und wir wollen da was machen für die ganzen kulturschaffenden und musikschaffenden Personen so? Also vielleicht nicht so direkt für diese Szene, über die Sie, also die Sie jetzt vor allen Dingen im Fokus haben, aber ganz klar ist, dass Sie, wenn man, die Innenstädte brauchen eine neue Zukunft. Sie kann nicht mehr sein, nur Büro und Einzelhandelskonsum, Kette, Filiale und so weiter. Da muss was völlig Neues passieren. Und das auch eine Alternative ist zum Shoppingcenter oder zum Einkaufen am Sonntagabend auf dem Sofa. Also online. Also deshalb ist völlig klar, die Revitalisierung oder der Neustart der Innenstädte muss eine neue Basis haben und eine Basis, die interessant ist und die so ist, die muss so sein, wo es nirgendwo anders gibt. Also es muss was sein, was nicht im Vorort und nicht im Shoppingcenter am Stadtrand und nicht im Netz da ist. Und das könnte vor allen Dingen Kultur sein. Also und zwar auch Kultur, die nicht, ich sag mal, klassisch etabliert ist. Die gibt es schon. Die könnte vielleicht auch mal auf die Straße kommen und auch tagsüber mal spielen. Mhm. Aber mir geht es vor allen Dingen um interessante Formate, innovative Formate, die, hey, was ist das denn? Oh, was ist denn das für eine Musik? Furchtbar. Oder, hey, spannend, ist ja interessant. Also Dinge, die neu sind, die nicht etabliert sind und die sind natürlich sehr empfindlich für Kosten und für Einschränkungen. Allein die Frage, die Technik herzustellen, die sind ja alle nicht unbedingt reiche Erben, die solche Sachen machen. Hier gerade zufällig nicht. Zufällig nicht. Und meistens kommt das aus einer anderen Ecke und deswegen ist es wichtig, sag mal, die Lebensfähigkeit dieser neuen Ansätze zu stärken und die müssen in die Stadt, denke ich. Nichts gegen Pauli und so weiter, da ist es gut und auch nicht konfliktfrei, aber ich fände es eine Chance und ich glaube, das würde auf offene Ohren stoßen, wenn man sagt, hey, lass uns doch mal 2, 3 Einrichtungen in der Innenstadt schaffen, die eine andere Kultur, eine neue Kultur, eine innovative Kultur implementieren, würde man als Ingenieur sagen, und mal schauen, was daraus entsteht. Würden Sie fast schon sagen, dann ist es auch so ein vielleicht ein Denkproblem der Kulturschaffenden. Also man kennt das bisher ja so, man geht irgendwo hin, hat einen Leerstand, nimmt ein altes, abgewracktes Gebäude, baut da ein, zwei Floors rein, stellt eine Anlage rein. Also sehr vereinfacht gesagt, ja, das ist viel Arbeit, viel Aufwand, viel Stunden, klar, viel Kraft und Schmerz. Aber im Endeffekt hat man so eine abgeranzte Bude, die dann aber auch auf jeden Fall Charme hat. So, ja, so ist das Gängeviertel entstanden. So, auch hier wurden x mit tausende Stunden reingesteckt, bis vor das so ist. Und wenn man dann aber in so ein neues, also wenn ich mir vorstelle, man geht in Karstadt und macht da in der Ecke irgendwo so ein bisschen Kultur oder so, ja, hat das auch ein komisches Gefühl vielleicht. Ja, das ist eine Herausforderung, klar. Das sind erstmal Verkaufsboxen oder Büros. Ja. Aber also ich finde, in Karstadt Sport ist eine sehr coole Veranstaltung eigentlich. Also dieses komische Glasding da mit oben können Sie Basketball spielen. Also da gibt es schon Potenziale. Also wenn man ein bisschen kreativ ist, warum nicht? Also nicht den ganzen Karstadt Sport, der ist auch sehr exponiert. Aber nein, klar, Kreativität ist ja gerade eine Herausforderung. Warum denn nicht, diese Dinge umzugestalten und zu nutzen. Mit dem Schiff können Sie da jedenfalls nicht hinfahren. Also das kommt, passt nicht in die Alster. Ja.
Ja, wir haben hier das Ding ja auch so, also gerade was ich vorher meinte, die Nachverdichtung. Wir waren hier, das war eine Industriebrache. Seit einer Weile wohnen hier Menschen, die haben auch Bedürfnisse, ist gar keine Frage, aber wir wohnen jetzt auf 10 Meter Fluglinie Abstand und haben völlig unterschiedliche Ausrichtungen von unserer Art von Programmleben und wie wir das eigentlich machen wollen. So. Da ist auch Konflikt da. Klar, wir sind mobil, wir können woanders hingehen, wobei auch da die Frage ist, wo ist das, wo kann das sein? Ja, so klein ist das Schiff ja nicht, das braucht ja auch einen vernünftigen Liegeplatz. Ne? Genau, und muss auch also, erreichbar sein. Sie können in den Wedeler Yachthafen fahren, also das wäre eine schöne, interessante... Ja, da kommt halt auch niemand. Da, ne? kommen Sie nicht rein, ja. Vom Tiefgang passt das nicht. Und eine andere Nummer, die mich interessieren würde, so in Berlin läuft das, in Bremen läuft das auch, Clubkultur als Teil von Berlin anerkennen und stärken, so heißt das, aber unter dem Motto, wo es eigentlich darum geht, dass Musikclubs wirklich erstmal überhaupt als Kulturorte anerkannt werden. Also bisher sind wir auf einem Level von Spielhalle und Vergnügungsstätte zur Freizeitverdödelung irgendwie so. Passiert da aus Ihrer Perspektive, passiert da was? Kann man damit rechnen, dass da wirklich auch mal so noch ein Ruck durchgeht und dass wirklich Musikclubs und auch Nachtclubs da teilweise reinkommen, die mit einem kuratierten Musikprogramm als Kulturort geschützt werden können auch so? Na, geschützt ist eine Sache. Schutz ist dann auch immer ein bisschen Erstarrung. Denkmalschutz und Naturschutz, das ist dann irgendwie dann so eine Einheit. Da kommt ein Schild dran und das ist dann so und bleibt auch ewig so. Ich weiß nicht, ob das für diese Art von Kultur das Richtige ist. Klar ist, sie brauchen geschützte Räume, wo man eine Zeit lang was machen kann, aber nicht auf ewig eine feste Burg baut und die sich auch erneuern können. Ja. Aber der Prozess, sowas aufzubauen und zu betreiben, ist im Moment viel zu anstrengend. Der ist viel zu stressig. Wie gesagt, die Stadt ist nicht darauf eingerichtet, Konflikte zu bewältigen. Die vermeidet sie. Und das ist hat nichts mit der Stadt zu tun, das hat auch was mit dem Recht zu tun, dem wir nun mal unterliegen und auch die Leute, die sie genehmigen oder nicht genehmigen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die sind nicht böswillig. Ich glaube, es ist eine Frage letztlich der Lobby. Also wie man sich aufstellt und sagt, hey, wir sind ein Teil der Kultur, wir verdienen unser Geld auch selber, das kann man vielleicht auch mal betonen. Das ist bei großen etablierten Einrichtungen nur zu 20% der Fall. Also 80% kommen von öffentlichen Fördermitteln in der Regel oder 50 und sie sind vielleicht bei 5 oder 10. Also wenn überhaupt. Also von daher, das könnte man mal artikulieren und auch ins breitere Bewusstsein bringen. Und das Zweite ist, ich bin ziemlich sicher, dass viele in der Stadt, auch in allen Parteien zum Beispiel, die in der Politik ein Wort und Stimme haben, wissen, dass das wichtig ist. Nur es ist auch anstrengend, damit umzugehen, weil es eben viele Konflikte provoziert. Und da brauchen wir mehr Experimente, mehr Offenheit und so weiter und so fort. Und letztlich natürlich auch eine gewisse politische Unterstützung. Stellen Sie sich den Verwaltungsbeamten vor, der Sie genehmigt, und dann gibt es Stress. Was soll der machen? Dann kann er, das nächste Mal mache ich das nicht wieder. Oder seine Chefin und sein Chef sagt, hey, sei nicht so streng, Übergangszone, Auslegungsspielräume, versuch mal. Und das ist eine Frage von oben. Der Fisch stinkt oder strahlt vom Kopf? Also, das ist eine politische Frage. Ist das aber auch für, ich sage jetzt mal, so eine freiere Szene, wo sich einfach Leute zusammentun, Künstlerkollektive, da wächst was draus. Es sind ja dynamische Prozesse. Nach ein paar Jahren entsteht da was. Aber da wird ja auch oftmals so, zumindest das, was ich viel höre und auch, wie ich das auch selbst so erlebe, die behördlichen Regulationen sind unter Umständen schon so tödlich für den Gesamtprozess, weil man halt nicht durchsteigt, bis man überhaupt mal jemand hat, der sich dafür zuständig fühlt, da irgendwie mal genauer zu gucken oder sowas. Ja, gerade die freie Kulturszene oder die innovative Kultur- und Musikszene, die ja nun besonders ein Problem hat, weil sie mit Geräusch verbunden ist und Publikum, größerem Publikum und das zu Zeiten, wo andere ruhen. Die braucht eine Lobby im System. Sie brauchen Helferlein sozusagen, die in den Behördenstrukturen die Themen an die Hand nehmen und sie begleiten. Sozusagen eine Kulturwirtschaftsförderung. So was gibt es für Industriebetriebe, so was gibt es auch für Handwerksbetriebe und das gibt es nicht für diese Betriebe. Sag ich mal, für mich sind sie eine Wirtschaftseinheit, auch ein Kulturbetrieb. Ja. Beides. Und dafür brauchen wir Lotsen und Helferlein im System, weil von außen haben sie keine Chance. Also wenn sie nicht Teil des Systems sind, sind sie Beschwerdeträger oder der will was oder der will Geld oder der will eine Ausnahme, das ist immer ganz schlecht. Aber im System, Genehmigungssystem, im Planungssystem, diese Belange wirklich verankert sind,
Und nicht nur als, ah, die wollen wieder was. So. Oder kommen schon wieder in der Zeitung und machen Ärger. Und so. Nein, es ist wichtig für die Stadt, die muss es auch institutionell integrieren. So läuft das System. Wenn man Teil des Systems ist, was sie nicht wollen, auch klar, jedenfalls ist, nicht inhaltlich. Ist auf jeden Fall auch so ein Paradox-Konflikt. Das so, ist ein Paradox, das ist ganz klar. Ja. Auch wenn ich sage Mönckebergstraße, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer, was, Mönckebergstraße, was soll ich denn da? Ja. Das ist ja völlig out und tot. Ja. Man geht ja da schon teilweise auch ungern hin. Also wenn man mal eine gewisse Konsumkritik entwickelt hat, dann ist man ja da schon gar nicht mehr so gerne, so eigentlich. Ja, so, kann man so vor. Sehen, kann man auch anders sehen. Ja, klar. Will ich mich nicht zu äußern. Also ich bin da auch nicht oft. Aber gut, ich bin auch kein Maßstab, das ist nicht der Punkt. Aber wichtig ist, glaube ich, dass für diese Perspektive, für diese Themen muss man Governance, man muss sozusagen im System drin sein und mit allen sprechen. Es gibt ja auch ein Clubkombinat und andere gute Organisationen, die da auch professionell rangehen und die Interessen vernünftig vertreten und immer am Ball bleiben. Und man braucht auch im System, in der Behördenlandschaft, im Genehmigungsprozess sozusagen Partner, die wissen, wie das in den Strukturen läuft. Das können sie von außen gar nicht schaffen. Und wenn wir das hinkriegen in Hamburg, sozusagen lotsen, sag mal lotsen, wir sind auf dem Schiff, lotsen. Ja. Lotsen, die diese Probleme wissen, wie man das bewegen kann und eine gewisse politische Lobby haben. Entschuldigung, Lobby ist ein bisschen verfemt gerade, aber natürlich, es geht einfach um wichtige gesellschaftliche Interessen, die eben nicht einfach so von alleine funktionieren und die auch schwierig sind umzusetzen. Sie sind sozusagen die Industrie der Stadt. Die Industrie hat man auch schön eingehegt und die muss auch irgendwo sein und gibt es auch jede Menge Ärger. Die hat Lkw-Verkehr 24/7. Nicht? Ja, das ist ja auch okay, wenn das weitergeht. Ne? Also, ich will jetzt nicht ihre Kunden oder das Publikum als Lkw-Verkehr vergleichen, aber es ist so ein bisschen eine störende Nutzung. So. Und ja. Wir wollen sie aber in der Stadt haben. Das ist ja Quatsch, die ins Gewerbe- und Industriegebiet zu setzen. Da will auch keiner sein. Jedenfalls nicht, vielleicht eine Weile, aber dann, wenn es irgendwie interessanter sein soll. Und es belebt ja auch die Stadträume. Es ist doch wirklich spannend. Ja, überhaupt, dass man sich halt auch begegnen kann. Also ohne ausgemacht laufen Leute vorbei. Es gibt, genau. Es gibt unerwartete Dinge, die passieren so. Was ich kurz mal machen würde, so zum einmal Kopfliften, schauen wir mal kurz ins Archiv. Und zwar ein Gig aus Amsterdam von Vic Ruggiero, aus US-amerikanischer Singer-Songwriter. Kurz mal 2,5 Minuten Musik und dann machen wir noch eine kleine Runde weiter. Okay. Cause when I was young, all them teachers taught me in the old books that their Cold War bought me. Said like dominoes, this whole wide world could fall to pieces like they wished that old Middle East would. But international war criminal information is minimal. And weapons of destruction, they all gasoline and petroleum. And are you sticking around to see what happens? Are you sticking around to see what happens? I heard they found one in a hole, man. The white lice crawling on his brown skin. Ain't it shameful just being human? No, it's old as original sin that white lice always creeping in. An international war criminal. Information is typical, and weapons of destruction, they're just gasoline and petroleum. And are you sticking around to see what happens? Are you sticking around to see what happens? International rules of war, they get spoken when it suits someone to have them broken. It's funny how they'll go on and define terror as killing and exploding things to force your own agenda. But international war criminals situation, yes, it's typical. And weapons of destruction, they're just gasoline and petroleum. Are you sticking around to see what happens? Are you sticking around to see what happens? Will it stick around to see what happens? International war criminals. International war criminals.
information. Oh, it's pitiful. Information. Oh, keep it minimal. Jopp, und zurück im Studio, sage ich jetzt mal so. Wir sind hart im Gespräch, reden darüber, wie Kultur stattfinden kann in dem ganzen Strukturwandel, der gerade während Corona passiert, Verdichtung der Städte, Nachbebauung, was da so alles geht. Ein Punkt ist noch, es ist dieses Jahr im November wieder, ich glaube, die vierte Konferenz von Stadt nach Acht. Initiativ kam das ja auch aus Ihrer Richtung irgendwo. So mit 2014 gab es diese Studie, die länger geschrieben wurde von, ich muss nachschauen, Jakob Schmid, ja. Genau, die haben Sie betreut. Also eigentlich sind Sie schon lange damit beschäftigt, was auch Nachtleben, Nachtökonomie, da, was da stadttechnisch so passieren kann. Gibt es da so ein bisschen eine Entwicklung, die man sehen kann, die seit 2014 passiert ist, wo jetzt verschiedene Akteure anfangen, das zu beackern und das, was Sie auch meinen, so dass es da eine Lobby braucht oder eine Art von sowas wie hier das Clubkombinat ist und so? Ja, ich sehe, dass da in vielen Städten sich die Szene besser organisiert und das ist auch enorm wichtig. Also das hatten wir ja eben schon diskutiert, dass man nicht sonst nicht wahrgenommen wird. Mhm. Das ist ein großes Problem. Andererseits ist es gleichzeitig für die Städte brauchen oder die Verwaltung brauchen Ansprechpartner. Also muss irgendjemand greifbar sein und auch sozusagen eine professionelle Kommunikation zu diesen Themen fahren. Ansonsten glaube ich, gut, das ist ja, also worüber wir sprechen, ist ja eine unglaublich schnell drehende Branche, die noch schneller als der Einzelhandel Innovationen bringt und sich verändert und wandelt. Und das macht sie auch so spannend. Und sozusagen, sie haben Technologiewechsel fast wie die Chip-Generation. Also es dreht sich wahnsinnig schnell. Und das macht es natürlich irre interessant. So international sowieso, das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, dass also sozusagen ein völlig, völlig interkultureller Austausch völlig selbstverständlich ist in der Szene und in vielen anderen ja auch längst nicht. Auch das macht sie unheimlich interessant und das stärkt, glaube ich, das Thema enorm. Also ich sehe eine sehr positive Entwicklung. Was wir halt, das Problem ist natürlich, dass wir die Konflikte, über die wir gesprochen haben im städtischen Raum, die kann man einfach nicht wegkriegen so einfach. Die kann man auch nicht lösen, auch nicht rechtlich nicht auf die Dauer. Das würde einfach auf eine Trennung hinauslaufen. Und genau das wollen Sie ja nicht, ja, Teil der Gesellschaft sein und nicht irgendwo in einem Kulturgebiet ansässig sein. Da dürfen Sie dann alles machen. Aber wo man hinpendelt und rauspendelt. Ja, und da ist dann Schild und das ist dann Kultur. Und ja, das ist ein Zoo. Vielleicht auch ein Zoo, Hagenbeck für Musik oder so. Das kann es ja nicht sein und das will keiner. Und das ist ja auch das Interessante an dem Thema. Wie gesagt, ich sehe eigentlich, dass das in vielen, vielen Städten stärker wahrgenommen wird. Man muss immer daran bohren. Man muss sich ein bisschen organisieren, glaube ich. Und für uns, ich sage mal, ich bin ja von Haus aus Stadtplaner, ist es wichtig, also an den Instrumenten zu arbeiten, dass wir zumindest Experimente fördern können. Also da gibt es auch jetzt Diskussionen auf der Bundesebene, zu sagen, also schlichte Gesetzgebung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, ganz schlimme Sachen, zu versuchen, sie zu etwas, ich sag mal, komisches Wort, liberalisieren. Also, dass wir nicht auf einmal für ewig alle Konflikte bewältigen müssen. Dann sind nämlich alle auseinandersortiert und nichts passiert mehr. Ja. Das ist genau, ist kulturfeindlich. Wobei das ist halt, das Ding ist ja, es gibt ja quasi für alles ein Kataster, alles ist registriert. Ja. Kulturflächen sind aber nicht im Kataster bisher so. Nee, sie sind Gastronomie oder Vergnügungsstätte. Genau. Und jetzt ist das halt die Frage, was ist es da? Ist es gut, wenn man eben genauso verwaltet wird wie der ganze andere Rest? Oder ist es auch eben gut, wenn man nicht verwaltet wird und da noch Freiräume sich erkämpfen kann? Ich meine. Es gibt immer Interpretationsspielräume. Aber am Ende muss da irgendwas stehen, zulässig oder nicht. Ja. So, und das meinte ich mit dem vorhin Gesagten, diese muss man auch ausschöpfen wollen. So, und es gibt viele gutwillige Leute, aber es gibt da Grenzen. So. Und das ist ein Verhandlungssystem, das ist eine Grauzone. Und umso mehr, ich sag mal, Interesse da ist, diese Szene zu stärken und ihr Freiräume zu geben, im Politik- und Verwaltungssystem, umso besser ist es. Aber man braucht auch gesetzliche Hilfen. Aber das betrifft letztlich die Industrie genauso wie das Handwerk und die Kultur.
weil nämlich eben dieses Prinzip, die Störung zu vermeiden, da ist. Da sind sie sozusagen direkt Arm in Arm mit der Norddeutschen Affinerie oder ja, auch Rubes, wie sie jetzt heißen, oder wie auch immer, ein Stahlwerk, die auch irgendwie stören. Oder ein Handwerksbetrieb, der morgens seine Maschinen anschmeißt oder um 6 Uhr den Sprinter belädt und nebenan wohnen die Leute und fallen aus dem Bett. Das ist im Prinzip das gleiche Problem. Und da brauchen wir gerade für diese Nutzung, glaube ich, Experimentierklauseln, die sagen, okay, wir probieren das jetzt mal 2 Jahre aus. Und dann schauen wir, was wir machen können, ob das wirklich ein Erfolg war. Und wenn ja, wie können wir diesen Erfolg verstetigen und helfen in den Punkten, wo es wirklich schwierig wird. Wären das auch Prozesse, die gegen so eine Art, also Hamburg ist ja auch eine sehr segmentierte Stadt, in der quasi verschiedene Klientel und soziale Milieus sich häufen auf verschiedenen Stellen so. Also Blankenese und Wilhelmsburg sind sehr unterschiedliche Bereiche, sage ich mal. Und das gibt es öfter und das ist sehr klar verteilt. Es gibt ja fast schon die Wahrnehmung so von wegen, wenn man nicht muss oder wenn man es vermeiden möchte, dann kann man die anderen völlig ausblenden und lebt in seiner Bubble irgendwo so. Jeder lebt in seiner Bubble. Und kulturelle Einrichtungen wären ja eigentlich der Ort, wo das wieder zumindest dort mal ein bisschen zusammenströmt und so weiter. Und unsere Wahrnehmung, würde ich jetzt mal so sagen, sprechend auch für andere, ist halt, wenn mal verdrängt wird, wenn rangebaut wird und wenn mal weg ist, dann ist es nicht mehr da. Und dann ein Laden, der, ich sag mal so Kultur wie die Oper, wie Theater und so weiter, das hat sich über Jahrzehnte aufgebaut und sich etabliert. Und eine Art von freie Kulturszene hat eigentlich in dieser Art von schneller Verdichtung und im Strukturwandel kaum die Chance, sich zu etablieren, sondern wird eigentlich weggemacht, 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 umgezogen. Und irgendwann, vielleicht geht es noch weiter mit sehr viel Willen und Biss, oder du bist halt irgendwann weg. Gut, es gibt dann auch immer wieder neue Orte, wo man was versuchen kann. Wichtig ist, dass es, ich glaube, das ist auch Teil der Logik, dass es nicht ewig stabile Einheiten. Es ist nicht Denkmalschutz. Ja. Es kommt nicht einmal ein Schild drauf und das ist dann so. Sondern da ist Bewegung drin, das verändert sich. Und das meine ich ja mit der Experimentierklausel. Ja. Man muss es da, wo sich zarte Pflanzen zeigen, die ordentlich schön futtern und ordentlich Wasser drauf geben, damit die sich entwickeln können und einfach dulden können. Also man muss es ausprobieren. Und man weiß ja nicht, ob es ein Erfolg wird. Man weiß nicht, ob das verstetigt wird. Und das können wir im Moment nur in der Grauzone. Und da braucht es stärkere Mittel, weil es betrifft ja nicht nur Sie, das betrifft auch neue Handwerksbetriebe, andere Dinge mehr, die in bestimmten Situationen entstehen und wir können sie eigentlich nicht lassen. Und warum nicht? Weil wir Konflikte sehen. Ja. Und wir müssen versuchen, diese Konflikte auszuhalten und für diese potenziellen Konflikte, oft sind es ja gar keine realen, sondern potenzielle, für diese potenziellen Konflikte Experimentierklauseln schaffen, dass wir das ausprobieren, dass die Nutzung eben nicht, sagen wir, ihr müsst das auf Dauer hinnehmen, sondern wir probieren das jetzt mal eine Weile aus und versuchen dann, wenn wir es ausprobiert haben oder wissen, wie es läuft, neue Lösungen zu finden, anstatt ewiges Recht zu schaffen. Das ist im Moment die Situation. Und das hilft keinem weiter. Wir sind gerade in der Beziehung in Deutschland sehr, sehr starr. Wir haben ein tolles Planungssystem, das sehr erfolgreich ist. Viele Länder beneiden uns darum, wie das läuft. Aber es ist unheimlich starr und verrechtlicht. Und wir brauchen da einfach, okay, das klingt jetzt ein bisschen neoliberal, aber da brauchen wir mehr Spielräume, mehr Experimentierfelder. Und da müssen wir Fachleute ran und die Politik überzeugen, dass wir das brauchen. Das ist dann leider eben auch ein Problem, das meistens nur die Städte haben und der ländliche Raum nicht. Nicht? Und, im ländlichen Raum gibt es da teilweise dann auch gar nichts. Also Leute ziehen ja auch aus dem ländlichen Raum in städtische Räume. Aber da gibt es Abgeordnete, die sitzen im Bundestag und sagen, was ist das für ein komisches Thema, ich will hier keine Störung. Ja. Das ist das Ding, das Thema der Städte. Ja. So. Auf dem Dorf ist das Feuerwehrfest. Da ist einmal Remi-Demi, da wird im Vorgarten gepinkelt und das ist einmal im Jahr. Das wird dann toleriert. Das wird weggemacht und dann ist gut. Ja. Und ist in der Stadt ja ein bisschen anders. Wenn du es häufiger hast. Ja, ist auch nicht so schön. Ich würde noch gerne einen Bogen schlagen. Sie sagen quasi Clubs in die Innenstädte, Mönckebergstraße, Jungfernstieg, jetzt nicht nur in Hamburg, sondern generell auch als Idee, um da den Strukturwandel anders zu gestalten, der das ist. Eine andere Nummer ist hier Space Explorer Dimitri Hegemann, der mit am Berlin Atonal Festival den Bunker gemacht, ist dort im Kraftwerk am Start, war ja auch in Detroit viel unterwegs. Er sagt vielmehr so, hey, es gibt industrielle Leerstände irgendwo draußen, riesige Gebäude teilweise, die nicht mehr genutzt werden, weil die Industrie sich auch stark verändert, dort reinzugehen. Das wäre außerhalb von Hamburgs oder an den Randgebieten irgendwo oder wo, auch eine denkbare Möglichkeit, dass da was stattfindet? Ja, das gibt. Hamburg ist ja nicht so stark industriell geprägt, jedenfalls nicht nördlich der Elbe. Das gibt es doch jetzt, das Initiative Bille Kraftwerk soll umgenutzt werden. Das ist natürlich schön, aber man muss natürlich sehen, die sind nicht richtig in Wohnquartieren drin. Diese Flächen sind meistens in Industriequartieren. Und die werden dann so nach und nach zu Mischgebieten und Wohngebieten. Ja. Ob das wirklich eine gute Entwicklung ist, ist eine andere Frage. Aber
Klar, das sind interessante Orte. Letztlich die Fabrik in Altona, das fing mal da in den 70er Jahren damit an. Also das war eine Munitionsfabrik. Und die ist aber auch Bestandsschutz, ne? Die ist ja abgebrannt, die ist nochmal wieder neu aufgebaut worden, ja. Sogar, weil das so cool war. Ist aber auch von öffentlicher Hand gefördert vom Programm her. Das ist total gefördert alles. Das wurde dann irgendwann mal verstaatlicht, das Thema. Ja. Aber nein, das ist sicherlich für die Zeit damals, Lindenberg und so weiter, eine coole Nummer gewesen und war wichtig. Auch für das Umdenken, was Kultur oder eben auch sozusagen nicht etablierte Kultur wichtig ist für die Stadt und für die Stadtentwicklung und so weiter. Und für das kulturelle, aber auch wirtschaftliche Leben darf man nicht unterschätzen. Das ist hier, soll hier auch eine kreative Stadt sein. Und Kreativität heißt nicht unbedingt, also auch Programmieren kann sehr kreativ sein. Auf jeden aber Fall. Programmierer, gerade Leute, die Hard-Tech machen oft auch gern Musik. Da gibt es eine Verbindung. Ich kenne Physiker, die total gute Musiker sind. Ja. Also sind theoretisch extrem gut drauf, sehr abstrakt. Und genau das findet ja in der Musik statt. Also von daher gibt es da Bezüge, sehr interessante Bezüge. Und es ist darüber hinaus auch was wir hier schon öfters hatten, oder aber man kann es auch immer wieder wiederholen, Musik ist halt einfach auch eine andere Art von Sprache und Ausdruck im Gegensatz zu Handwerk, Technik, Sprache und so weiter. Völlig klar. Das ist eine Kommunikation Und eine Botschaft, genauso wie Bilder oder Texte oder was weiß ich, ist im Prinzip ja auch gleichrangig zu behandeln als Kommunikationsform, würde ich ganz genauso sehen. Und ist ja extrem vielfältig. Da kann man ja viel mehr mitmachen als mit Sprache. Ja. Also gut, aber das wollen wir ja, das ist nicht das Thema. Genau. Aber klar, die Orte, man braucht interessante Orte und ich sage ja auch nicht, dass sie jetzt den alten Karstadt übernehmen sollen, aber das wird auch wahrscheinlich so nicht laufen. Ich sage nur, das sind eben besondere Herausforderungen, daraus was zu machen. Das sind auf jeden Fall Denkanstöße in diese Richtung auch so. Ist das auch über Stadt nach 8 so mit der Zeit quasi? Ja, es geht ja immer entstanden. Von irgendwelchen Orten, natürlich von Szenen aus, von einzelnen Leuten, von dem richtigen Zeitpunkt, aber auch oft von bestimmten Orten, die dann irgendwann eine Dynamik entwickeln und dann wird es oft ein Problem. Ja. Weil die Umgebung da nicht mitspielt, sagen wir mal so. Okay, dann muss man das entweder versuchen zu organisieren oder vielleicht weiterziehen. Und von daher braucht man immer viele Orte und man weiß nicht, welcher funktioniert. Und man kann es ausprobieren und anbieten. Und ich glaube, für die nochmal meine geliebte Innenstadt, wäre das vielleicht eine Idee, auch ihre Belange mal dahin zu schauen, was könnte da gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das extrem interessant werden würde. Vielleicht nicht gerade in der Mörgelbergstraße, aber in der Nebenlage davon. Das könnte schon ganz spannend sein, weil wir haben halt die Szene ja untersucht und die ist eigentlich in der Regel immer am Innenstadtrand oder in bestimmten Vierteln. In der Innenstadt natürlich nicht, weil das alles viel zu teuer ist. Klar. Und da wird aber ein Umdenkprozess beginnen müssen, weil die hohen Mieten werden nicht mehr bezahlt werden. Die Nachfrage nach den Flächen ist so nicht mehr da. Es wird ein Umbauprozess stattfinden und es wird ein Kulturalisierungsprozess der Innenstadt stattfinden müssen, weil sonst gibt es überhaupt keinen Grund mehr, dahin zu gehen. Ja. Oder nur noch wenige, sagen wir mal, ich will das nicht so zuspitzen. Und deswegen ist in dieser Umbruchphase, glaube ich, ein großes Potenzial. Auch, ich weiß, im Moment ist alles ganz schwierig, aber wenn wir das einigermaßen wieder im Griff haben, eine Wiederbelebung der Corona-bedingten Probleme, dann könnte gerade Ihre Szene, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen als Innovationsmotor. Auch da, das ist, hat sich jetzt schon öfter so ergeben. Ich lasse das mal als hoffnungsvollen Schlusspunkt so stehen, dass auch nach Corona kulturell was geht. Herr Krüger, vielen Dank für den Input, den Sie hier mit reinschieben.